Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in Thüringen. Wir machen weiter mit Stroh für die Kühe. Da ist noch ein Eichstein. So, Stroh. Wir haben wieder mal Regen in Thüringen. Ich hatte noch die Folge davor mal gesprochen, dass schon mal getroffen war. Und puff, war der Regen da. Aus dem Nichts, plötzlich war er da. So, und jetzt machen wir Stroh. Fix rein. Der andere ist auch fertig mit dem. Ja, das Gras hat läuft noch. Hoffen mal, dass es ausreichend ist, ne? Dass hier nicht zu viel. Ja. Dass wir da nicht plötzlich wieder schneller fahren müssen, ne? Ich möchte ja noch die Wiese bilden. Das heißt, so, noch geht's nicht. Ne? Wenn die anderen beiden noch fertig sind. Ne? Da wird man gleich den zweiten Düngersteuer bereitstellen, dass wir dann noch zwei arbeiten können. Da geht's auch schneller. Wir düngen ja eigentlich auch nicht mehr mit. So, und rein damit. Den Rest vom Stroh werden wir auch in Futtermisch eingeben, waren. Dann müssen wir später bei der nächsten Ernte bei Stroh, was da bald kommen wird, Platz haben im Lager vom Reinfahren. Ne? Ich dachte, wenn wir hier keinen Platz haben. Aber wir werden auch einmal fahren können. Ne? Hier brauchen wir noch mehr Stroh. Wollen sie haben, wollen sie bekommen. Mittlerweile ist der Mist auch wieder voll. Ja, also können wir auch hier hochfügen. Hier muss noch eine Straße gemalt werden. Das kommt dann auch gleich. Ich glaube, der Regen ist ein bisschen laut, ne? Machen wir die Umweltgeräusche ein bisschen weniger. So, Umweltgeräusche. Müsste mal, ja, Mischpult wäre eine Option, ne? Ob es dann auch Regen einstellen kann, ich weiß nicht. Ein Lager weiter kann man noch kaufen, ne? Theoretisch. Und dann wäre das kein Problem, das muss drin bleiben, ne? Aber wir können ja auf jeden Fall ein, zwei Ladungen Mischfabrik einfahren. Denn dafür brauchen wir das Stroh ja sowieso. Also Futter brauchen wir fast immer drei Anhänger voll. Ne? Also ist schon heftig. Aber gut, ist halt so. Ne? Ah, das Gras hat läuft. Das ist gut. Und, ja, was kann ich sagen, 1%. Na ja, gut, das wäre nichts Neues, ne? Also, kann passieren. Gut, den Rest hauen wir rein jetzt in die Mischfabrik. Dann holen wir noch eine Ladung und den Rest auch noch rein. Wir machen das jetzt voll, damit wir wieder irgendwo gegenfahren. Ein bisschen einlenken vorher. So, da fest. Das wäre typisch. So. Da ist noch mal ein bisschen zurück. Haben wir so und dann kommen wir so.
weiter zurück. Wir müssen ein bisschen nach rechts fahren, nützt ja auch nichts. Das Tor ist zu klein. Ja, dann kommt der LKW im Weg. Aber wie gesagt, Motorsäge ansetzen und das korrigieren, das kriegen wir noch nicht hin. Das ist ja nicht vorgesehen. So, gehen wir jetzt hier rein, mal gucken, was wir noch allgemein an Strom brauchen würden. Da hätten wir noch Platz. Etwa locker noch 2 Ladungen. Werden wir auch machen. Und später, wenn wir in die Wiese verschieben, das Feld ernten werden, dann werden wir dann sehen, dass wir auch lockige Stimme. Ach so. Dass wir da. Fahren wir Richtung Hof. Wir werden das Düngen für diese vorbereiten. Das heißt, wir werden einmal jetzt hier Dünger vollladen. Die Wiese schon ein bisschen größer, ne? Ich habe jetzt keinen Ballen gemacht. Ich hoffe, dass es gut geht. Muss man höchstens für einen Radlader oder für einen Traktor eine Vorrichtung kaufen und dann die Ballen holen. Ne? Das ist auch eine Option. Viel Gras ist nicht mehr. Ups. Anführungszeichen, ne? Also könnte sein, dass hinkommt. Ausreichend. Ansonsten kriege ich Hunger, habe was vorbereitet, dann werden wir essen und dann geht's weiter. Dann mache ich jetzt das Pause, wo die Einstellung so lassen kann, ne? Also dass die Fahrzeuge ja nicht nochmal mal programmieren muss. Ne? Dann brauche ich Ewigkeiten dafür. Ja, ein bisschen Kraft immer noch rum. Ja, wir starten ja dann irgendwann nochmal. So, den machen wir voll mit Dünger und den nächsten auch. Zumindest die Hälfte, 15.000 ungefähr. Das müsste reichen. So, Ecke hoch. Also 15.000 wird reichen. Wenn wir zwei fahren werden, brauchen wir nicht komplett voll machen. Das Lager habe ich noch nicht probiert. Mal probieren, ne? Hier reinkriegen. Das Diesel. Können wir auch mal, ne? Wollen wir erst nicht? Also 15.000 ungefähr. Ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger macht nichts. Ja. Deckel zu und ab zur Wiese. Ja, einen kurzen Wendradius. Ohne sein, ne? Hängt er sich fest. So, da hätten wir mit Heu schon Probleme gehabt, ne? Also da hätten wir gar nicht mal abfangen können, ne? Also ein paar Heuballen genau gleich, die werden auch weniger. Also bei den großen Flächen bist du alleine schon mal am Arsch. Ich soll höchstens 4 Fahrzeuge abfahren, aber wie gesagt, dann brauchst du auch einen Lagerplatz, ne? Also 100.000 ist ja schnell voll, ne?
So, dann müssen wir entsprechend hier erstmal abstellen. Natürlich geht diese Lage nicht weg, ne? Nein. Jetzt müssen wir warten, weil der andere fährt. Wo ist der andere? Kommt gerade zurück. Gut, der ist sogar noch richtig voll, Anführungszeichen. Außer, jetzt fahren wir auch mal in die Richtung. Jetzt kann er sich ein bisschen abweichen vom Regen, ne? Wieder mal sauber. Da können wir den Verband dünn lassen. Aber erst müssen wir warten, bis wir das Gras erledigt ist, ne? Dann ist der fette andere Dünger 10 km/h. Das ist das Zeichen. Der hat nicht aufladen können. Das heißt, es ist deutsch, das Lager ist voll. So, Timer läuft nicht, da muss ich jetzt aufpassen. Also wird Heu voll sein und also Gras wird voll sein, Lager und Verarbeitung läuft noch eine Weile. Das heißt, wir müssen noch ganz kurz wieder auf 30 gehen. So. 30. Muss ja verarbeiten. Hier ist auch noch gut, hier ist perfekt. Aber die beide gefahren wären auch gleich voll gewesen. Ne? Aber hier war voll. Die Dule knapp. Alle Leute reichen. Jetzt können wir auch theoretisch mal jetzt noch hinfahren. Stroh wollte ich machen, ne? Stroh wollte ich machen, dass wir das ein bisschen verarbeitet kriegen. Dass wir, sobald wir ernten können, dass wir da hier, dass wir da nachher freies Lager haben, ne? Dass wir nachher Probleme kriegen. Und so wie es uns geht, nur hier wird sich verarbeitet, ne? Hier sind wir voll, ist voll, ne? Dünger nicht. Stroh würde ich gerne haben. Mal sehen, wie das hinkriegt mit 10 km/h. Dann her. Naja, das Lager muss ich verarbeiten, ne? So, ich hab aufgehört. Wie schön. Dann können wir morgen ernten, ne? Einmal Raps bitte und einmal Weizen. Mal sehen, was wir zuerst machen. Am besten zuerst Weizen. Dann können wir gleich hinterher Stroh abfahren lassen. Ja, nee, so Tiere nicht. Das Tiere haben wir genug. Hier wollte ich herfahren. Bitte braucht nicht wenden. So, Zeit noch nicht. Haben wir noch. Kohldampf. Jetzt 68. So, 70. Sobald wir hier alles voll haben, keine Arbeit. Dann können wir bald Heu holen. Und sogar Silage. Dann haben wir wieder Futter. Brauchen wir in Massen, ne? Wir müssen dann nur noch mehr Tiere haben wollen. Ne? Aber ich sage, wo wir Geld für haben. Ne? Also die nächste Ernte Raps werden wir im Frühjahr verkaufen oder im Winter. Und das Weizen auch. Und von Sonnenblumen. Ja, und Soja sehen wir auch erst im Frühjahr. Ne? Beziehungsweise im Winterverkauf, wenn wir Zeit haben.
Zwischendurch werden wir mal wieder Milch verkaufen. Ein paar Kühe holen vielleicht, wenn wir genug Geld haben. Ein bisschen Mist in die. Ja, jetzt haben wir wieder große Show, mehr Gras wird gesammelt. Ja, Kühe nicht. Futter muss schon rein. Na, ich schaue oben links, wie das auch läuft, ne? Das ist ja das Ganze. Das Problem ist das nicht, aber es ist nicht ärgerlich, wenn es Lager voll ist, ne? Aber wenn man nur so langsam arbeitet, ne, ist das ungünstig, ne? Die Produktion arbeitet ja pro Stunde und wenn ich eins fahre, aber die Fahne genauso, als wenn ich so 60 fahre, ne? Das ändert sich an der Geschwindigkeit ja nichts. Also Zeitverlauf ist ja nur Zeit, was Tiere futtern und produzieren und ausscheiden, ne? Und die Ernte, die Arbeit läuft trotzdem langsam. Das ist eigentlich blöd geregelt. Normalerweise müsste ich jetzt auch die 30-fache Geschwindigkeit fahren, also zumindest der KI, ne? Aber so ist ja nicht 43, also Geschwindigkeit auf 30, ne? Nur dass die Zeit halt schnell läuft, aber halt nicht die ja Ingame-Zeit, ne? Aber ich stelle mal so fest, mit 30 FPS braucht er weniger Leistung, ne? Also ich sehe jetzt keinen Unterschied, ne? Grafisch gesehen, also weil LS ist ja eigentlich der braucht viel Leistung, also das soll man nicht unterschätzen. Besonders wenn jetzt viele Gebäude sind, da sind Produktion zum Beispiel oder Stahl. Jetzt hat er Strom. Ich gehe noch einmal rein. Einmal kriegen wir noch rein. Dann holen wir einmal. Ja, wie gesagt, die Produktion ist ja wieder auf 460 hochgefahren, also ja, einmal kriegen wir noch. Dann sind wir auch wieder erledigt, ne? So, denk mal, jetzt können wir wieder auf die fahren mal, guck mal nach Heu. Ob wir jetzt Heu ob genug verarbeitet wurde, ne? Zu dass wir Platz ist im Lager für Gras. Schauen wir gleich. Das können wir ja so besser sehen, wenn wir da sind, ne? Warum nicht hinbieben, ne? So. Und ich da ran. 880.000, ja. Können wir wieder auf 5 gehen. Ich glaube, wir bald der Nacht haben, ne? Wo ja auch keiner. Und vielleicht noch ein Laden Heu und dann nochmal Laden Silage. Ja, Kuppenfräsen haben wir auch noch, ne? So wie noch ein Freiwilligen für. Aber das Problem ist dabei, mehr Stromstarten würde gehen, die gleichen Mods zu ver... wird eher schwierig. Man müsste dann höchstens... ja... auf viele Mods verzichten, ne? Dann wäre es einfacher. Oder schicken jemand eine DVD zu, ne? Kommen hier die Kurse, kann man gleich mal öffnen. Also erlebt im Prinzip alle Kurse irgendwie, also ein Traktor. Der Quatsch. Oh, überzogen. Zuschauer, das war's für heute. Ich sag mal tschüss und wie gewinnt ihr? Ciao. Und schönen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Man hört sich dann vielleicht zur nächsten Folge, die dann auch bald kommt. Heute noch mal. Tschüss.